Hallo und willkommen bei Wer wird Millionär? Na, möchten auch Sie eine virtuelle Million gewinnen? Beantworten Sie einfach meine 15 Fragen und schon gehört das Geld Ihnen. So, von mir aus könnt's losgehen. Wunderbar. Spielen Sie alleine oder mit Freunden? Wir beide, Sie und ich, und der Computer. Geben Sie hier bitte Ihren Namen ein. Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage. Welches Wort benutzte man früher im Sinne von gemeinsam etwas überlegen? A. Vorschlagen, B. Abschlagen, C. Ratschlagen, D. Sahne schlagen. Manchmal stolpert man eben über die leichtesten Fragen. Die Antwort ist leider falsch. Tja, tut mir leid. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? »15 Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Im Märchen »Tischlein deck dich« meckert die Ziege, »Ich bin so satt«. A. Ich fühle mich matt. B. Ich ess noch wat. C. Ich mag kein Blatt. D. Ab zu Big Diet. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? A und D sind falsch. Na, was meinen Sie? B oder C? Natürlich, 100 Mark. Hier kommt die 200-Mark-Frage. Worin stecken unsere Zähne? A. Pinie, B. Kiefer, C. Tanne, D. Lerche. Okay, befragen wir das Publikum. Mal sehen, ob Ihnen die Zuschauer weiterhelfen können. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Das ist eine überwältigende Mehrheit für Antwort B. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Donnerwetter, stimmt. 200 Mark. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, schwupps, gehören Ihnen 300 Mark. Wie stellten die alten Römer die Zahl 5 dar? A. V. B. W. C. X. D. Y. Sie möchten also telefonischen Rat einholen. Gut, rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Hoffentlich führt man Sie nicht auf einen falschen Weg. Hallo? Guten Abend, Daniela. Willkommen bei Wer wird Millionär? Ah, hallo,
Ach, hören Sie, Ihr Freund verzweifelt gerade an der 300-Mark-Frage. Ich fürchte, ohne Ihre Hilfe kommt er nicht weiter. Ja, dann lassen Sie mal die Frage hören. So, und hier Ihre Frage, Daniela. Nur eine der vier Antworten ist richtig. Wie stellten die alten Römer die Zahl 5 dar? A, V, B, W, C, X, D, Y. Na, das weiß doch jedes Kind. Bei den alten Römern war die Zahl 5 natürlich ein V. Vielen Dank, Daniela. Daniela sagt A. Aber was, wenn sie sich irrt? Na weiter so. 300 Mark für Sie. Sie stehen momentan bei 300 Mark. Sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 500-Mark-Frage? Welcher dieser vier Herren wurde nicht als Fußballspieler berühmt? A. Günter Netzer, B. Norbert Schramm, C. Franz Beckenbauer, D. Wolfgang Hoverath. Sind Sie ganz, ganz sicher? Ich sag's wirklich nur ungern, aber die Antwort ist falsch. Tut mir echt leid. Tja, tut mir leid. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Außen hui, innen A. Igitt, B. Bäh, C. Eklig, D. Pfui. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Antwort B oder D? Klingt beides ganz gut, oder? Manchmal stolpert man eben über die leichtesten Fragen. Die Antwort ist leider falsch. Tja, tut mir leid. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Ein flotter Tänzer legt eine heiße Sohle A. aufs Parkett, B. hinter die Tür, C. unter den Teppich, D. ins Waschbecken. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Sie haben die Wahl. Antwort A oder doch lieber C? So, das war die leichteste Frage. Leider war es gleichzeitig Ihre letzte. Tja, aus und vorbei. Aus der Million wird leider nichts. Das war heute wirklich nicht Ihr Tag. Aber vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal mehr Glück. Richtige Antworten und schon sind Sie Millionär. Fangen wir an. Für 100 Mark möchte ich Folgendes von Ihnen wissen. Was findet man im Badezimmer? A. Siesche, B. Irsche, C. Dusche, D. Wirsche. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Sie haben die Wahl. Antwort A oder doch lieber C? Okay,
Die ersten 100 Mark gehören Ihnen. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Quasimodo ist der Glöckner von A. Sacré-Cœur, B. Montmartre, C. Pigalle, D. Notre-Dame. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Wie heißt die umstrittene Metalllegierung, die für Zahnfüllungen benutzt wird? A. Amaranth, B. Amalfi, C. Amalgam, D. Amaretto. Na weiter so. 300 Mark für Sie. Sie stehen momentan bei 300 Mark. Sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 500-Mark-Frage. Welches Tier gibt es nicht? A. Seeleopard, B. Seelöwe, C. Seebär, D. Seetiger. Verstehe, Sie setzen also den Publikumsjoker. Lassen wir uns überraschen. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Hab verstanden, Sie sagen also D. $500. Nur noch eine Frage und 1000 Mark sind Ihnen sicher. Und hier ist sie. Welche Band sang das Lied Surfin' USA? A. Die Flippers, B. Die Strandjungs, C. Godewind, D. The Beach Boys. Und da sind Sie wirklich sicher? Mhm, und mit Recht, die 1000 Mark gehören Ihnen. Hey, egal was passiert, Sie nehmen heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Na, machen wir weiter? Gut, hier ist die 2000 Mark Frage. Was erzeugte schon Mitte des 19. Jahrhunderts bewegte Bilder und gilt als Vorläufer des Films? A. Stroboskop, B. Stethoskop, C. Spektroskop, D. Sphäroskop. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Hallo? Guten Abend, Andreas. Willkommen bei Wer wird Millionär? Hey, hallo. Für Ihren Freund geht es momentan um 2000 Mark. Er hofft, dass Sie ihm helfen können. Ja, Moment. Okay, jetzt. So, es geht los. Eine Frage, 4 Antworten. Tja, aber nur eine Antwort ist richtig. Was erzeugte schon Mitte des 19. Jahrhunderts bewegte Bilder und gilt als Vorläufer des Films? A. Stroboskop, B. Stethoskop, C. Spektroskop, D. Sphäroskop. Das ist doch einfach. Das war natürlich das Spektroskop. Was dachtest du denn? Das Stroboskop vielleicht? Nee. Spektroskop ist ganz sicher richtig. Alles klar. Danke für Ihre Hilfe, Andreas. Okay. Ich brauche langsam eine Antwort. Andreas sagt C. Und Sie? Bleiben Sie bei Antwort C? Also, 1000 Mark haben Sie schon sicher. Und dabei bleibt's auch. Die Antwort ist nämlich falsch. Kopf hoch! Freuen Sie sich über Ihre 1000 Mark. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Ich bin sicher, dass Sie beim nächsten Mal mehr Glück haben werden.
15 Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Wo wird Fußball gespielt? A. Stadion, B. Stadium, C. Station, D. Stadial. Leider ist die erste Frage zugleich Ihre letzte. Die Antwort ist falsch. Tja, tut mir leid. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Fünfzehn richtige Antworten und schon sind Sie Millionär. Fangen wir an. Für 100 Mark möchte ich Folgendes von Ihnen wissen. Was gehört nicht zu den 12 Tierkreiszeichen? A. Skorpion, B. Stier, C. Löwe, D. Feuersalamander. Leider ist die erste Frage zugleich Ihre letzte. Die Antwort ist falsch. Tja, tut mir leid. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage. Welches Pulver findet in der Nahrungsmittelindustrie Verwendung? A. Juckpulver, B. Waschpulver, C. Backpulver, D. Schießpulver. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Jetzt sind Sie dran. C oder D? Natürlich 100 Mark. So, was halten Sie davon? Die 200-Mark-Frage. Wie wurden unverheiratete Frauen vor 1955 offiziell angesprochen? A. Mauerblümchen, B. Fräulein, C. Maid, D. Jungfer. Verstehe, Sie setzen also den Publikumsjoker. Lassen wir uns überraschen. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Das ist eine überwältigende Mehrheit für Antwort B. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Bingo, das sind 200 Mark für Sie. $300, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Wie wird die Flotte genannt, die Philipp II. 1588 gegen England aussandte? A. Armageddon, B. Armani, C. Armada, D. Armagnac. Sie möchten also telefonischen Rat einholen. Gut, rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Hoffentlich führt man Sie nicht auf einen falschen Weg. Hallo? Hallo Dagmar, willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. Ach, hören Sie, Ihr Freund verzweifelt gerade an der 300-Mark-Frage. Ich fürchte, ohne Ihre Hilfe kommt er nicht weiter. Ja, denn lassen Sie mal die Frage hören. Aha, hier kommt die Frage, Dagmar. Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler.
Wie wird die Flotte genannt, die Philipp II. 1588 gegen England aussandte? A. Armageddon, B. Armani, C. Armada, D. Armagnac. 1588? Ach du meine Güte, das war ja im 16. Jahrhundert. Tut mir leid, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, im Geschichtsunterricht war ich nie besonders gut. Vielleicht habe ich zu viel mit meiner Freundin geschwätzt. Danke, Dagmar, und Servus. Tja, tut mir leid, ich fürchte, das hilft Ihnen nicht weiter. Denken Sie daran, Sie müssen die Frage nicht beantworten. Aus der Traum von der Million. Die Antwort ist falsch. Oh je, so schnell kann's gehen. Manchmal stolpert man über die einfachsten Fragen. Naja, vielleicht haben Sie beim nächsten Mal ja mehr Glück. Fünfzehn Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Wenn der Hund ein dringendes Bedürfnis verspürt, geht man mit ihm A. Straßi, B. Wegi, C. Gassi, D. Autobahni. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Sie haben die Wahl. Antwort A oder doch lieber C? Natürlich 100 Mark. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Was ist kein Bestandteil eines Sitzmöbels? A. Stuhlbein, B. Stuhllehne, C. Stuhlsitz, D. Stuhlgang. Okay, befragen wir das Publikum. Mal sehen, ob Ihnen die Zuschauer weiterhelfen können. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Na toll, eine klare Mehrheit für Antwort D. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Und schon 200 Mark auf der Habenseite. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Wie heißt ein alter Handelsweg von China zum Mittelmeer? A. Shopsui, B. Seidenstraße, C. Weinstraße, D. Alleenstraße. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man ihm telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Hallo? Hallo Dagmar, willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, hallo. Ihr Freund knabbert momentan an der 300-Mark-Frage. Ich bin sicher, dass Sie ihm weiterhelfen können. Ja, denn lassen Sie mal die Frage hören. So, Schluss, genug geplaudert, Dagmar. Hier ist Ihre Frage. Eine der vier Antworten bedeutet für Ihren Freund klingende Münze. Wie heißt ein alter Handelsweg von China zum Mittelmeer? A. Shopsui, B. Seidenstraße, C. Weinstraße, D. Alleenstraße. Ich glaube, das war die Seidenstraße. Denn Alleen gab es damals wohl noch nicht. Jedenfalls wurde schon zu Urzeiten mit tollen Seidenstoffen gehandelt. Die waren bestimmt schöner als die maschinell gewebten, die es heute gibt. Vielen Dank, Dagmar. Bis zum nächsten Mal. Ha, jetzt wird's interessant. Dagmar denkt, B ist richtig. Na, wer sagt's denn? 300 Mark. Noch 12 Fragen bis zur Million. Aber zuerst möchte ich für 500 Mark eine Antwort auf diese Frage. Aus wessen Feder stammen die Zeichentrickfiguren Wumm und Wendelin? A. Ralf König, B. Loriot, C. Uli Stein, D.
Idee Manfred Deix. Oh, wollen Sie schon aussteigen? Also, ich kapiere zwar nicht ganz, warum Sie schon aufgeben, aber bitte, es ist Ihre Entscheidung. Und ich bin sicher, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen bei Wer wird Millionär?